geht Heilung, funktioniert Heilung durch Wissen, durch unsere Konzepte, durch unser Bewusstsein. Ja, können sich dadurch Blockaden lösen. Was ich festgestellt habe in meiner Praxis, in Verbindung mit meinem Lehrer und wie ich praktiziere und Menschen begleite, ist, dass das Fühlen an sich die Heilung bedeutet bzw. die Heilung einleitet. Es gibt so viele Konzepte, wie wir unser Leben verändern können, wie wir das verbessern können. Wir wissen, wie wir uns selbst analysieren können. Wir wissen, wo wir hingehen müssen, zu welchen Menschen, die uns dann erklären, welche Blockaden wir haben oder wie wir sind oder wie wir unser Leben verändern können. Und das sind alles unglaublich wertvolle Schritte auf dem Weg. Aber das Eigentliche, warum die Menschen dann auch kommen, beziehungsweise wonach ich damals auch gesucht habe, ist ein Weg, wie man das wirklich in der Tiefe lösen kann, sodass sich das im Leben immer mehr erfüllen kann, wonach ich mich sehne. Und da beginnt dieser innere Weg, der innere Weg des Fühlens. Ja, wenn wir all unsere Emotionen und Gefühle nicht annehmen, vor allem diejenigen, die wir nicht haben wollen, wie Angst, Wut, Traurigkeit, Hass, Eifersucht, dann bleiben uns die Türen zu einer weiteren, zu einem anderen Energiepotenzial in uns und zu unseren ureigenen Erkenntnissen bleibt uns versperrt. Deswegen ist eigentlich für mich Heilung das Zurückgehen zu diesem Ursprung, zu dieser Natürlichkeit, zu unserem ganz natürlichen Fühlen, dass wir fühlen, dass wir verwundbar sind, dass wir fühlen, dass wir verletzt sind, dass wir fühlen, dass wir traurig sind, dass wir fühlen, dass wir wütend sind, dass wir fühlen, dass wir Angst haben, dass wir Angst haben vor Einsamkeit, vor Ausgeschlossensein, vor was auch immer alles da sein möchte. Aber ohne, dass wir all diese Gefühle in uns annehmen, manche nennen es auch die Schattenseiten oder diese dunklen Gefühle, wenn wir die in uns nicht fühlen und nicht annehmen und nicht die Erkenntnisse gewinnen, die eigentlich hinter diesen Gefühlen liegen, ist Heilung und Befreiung nur bedingt möglich. Und ich denke, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir ganz viel wissen über uns. Wir wissen vielleicht sogar schon, wie wir denken, welche Emotionen wir kreieren, wie wir daraus handeln, welche Konflikte wir im Leben haben, woran es liegen könnte. Keine Ahnung, dass wir was von der Mutter, vom Vater adoptiert haben, dass die Urahnen, ja, manche lassen in ihren Chroniken lesen, ja, was auch immer. Also wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viel Bewusstsein. Aber kommen wir doch einfach auch zu diesen Basics des Menschseins zurück, ja, zu den Basics des Menschseins, zu den Basics des Lebens, ja, und dass wir wirklich ehrlich mit uns sind, dass wir uns trauen, alles zu fühlen, was wir sonst nicht fühlen wollen, dass wir uns erlauben, traurig zu sein, dass wir uns erlauben, eifersüchtig zu sein und einfach nur für uns in dieser Stille, in dieser Verbindung mit uns selbst. Ja, wenn wir meditieren zum Beispiel, lassen wir all diese Dinge in uns zu. Wir versuchen, uns selbst gegenüber ehrlich zu sein, uns selbst zu zeigen. Ja, und dadurch schaden wir niemanden, wenn wir die Wut in uns zulassen, die Traurigkeit, die Eifersucht, die Angst, wie auch immer. Das machen wir mit uns erstmal. Ja, und dann schauen wir, welche Erkenntnisse kommen damit denn her? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Wovor warnt mich die Angst vielleicht auch? Ja, vielleicht ist sie auch mein Lehrer, dass ich vorsichtiger sein sollte in Verbindungen oder was auch immer. Also was sind die Lehrer auch hinter diesen Gefühlen? Und dass wir uns nach und nach erlauben, wirklich wieder zu diesen Basics zurückzukehren, dass alles, was wir uns
erlernt haben oder was uns abtrainiert wurde in der Schule, durch die Erziehung, durch die Gesellschaft. Ja, dass wir gelernt haben, stark zu sein, obwohl wir eigentlich verletzt sind. Dass wir meinen, mutig sein zu müssen, obwohl wir Angst haben. Dass wir das so nach und nach wieder ablegen und wieder zu dieser Ehrlichkeit zu uns zurückkommen. Und das Schöne ist, dass der Mensch, ja, sowohl ich, wenn ich das bei mir erlebe, wenn ich es mir erlaube zuzulassen, auch in Verbindung mit einem Menschen, der mir dabei hilft, in dem Fall ganz häufig auch mein Lehrer, mein Begleiter, oder wenn ich es mir gegenüber erlaube in der Meditation, oder wenn ich Menschen begleite, ja, es hat eine wunderschöne Kraft, weil wir so mit uns verbunden sind und wir sind dann auch so greifbar als Menschen und können auch diese Kraft und diese Weisheit in uns fühlen, was ein unglaubliches Glücksgefühl auslöst. Und das ist eben ein weiterer Punkt, gerade wenn du vielleicht auch unter Energielosigkeit leidest, ja, dass all diese Gefühle zurückzuhalten vor uns selbst oder vor anderen Menschen, kostet wahnsinnig viel Energie, weil wir eigentlich die ganze Zeit beschäftigt sind, etwas zurückzuhalten, etwas geheim zu halten, etwas nicht aufsteigen zu lassen, was eigentlich aufsteigen möchte in unserem Körper, in unserem Geist. Und das alles herunterzudrücken, das alles zu ignorieren, das alles weghaben zu wollen oder nicht zeigen zu wollen, selbst nicht fühlen zu wollen, kostet enorm viel Energie. Wenn wir praktizieren und uns auch dafür öffnen, wenn wir den Geist öffnen können, ein Feld der Akzeptanz schaffen können, in dem all diese Dinge da sein können, dann kann diese Energie frei werden, dann kann die Energie wieder fließen im Körper. Entweder wir zittern oder wir weinen oder der Körper bebt oder wie auch immer. Ja, das bleibt ja nicht dabei, es wird ja dann wieder ruhiger, es kommen die Erkenntnisse, aber dass diese Energie in uns wieder fließen darf. Das heißt, wenn wir unter Energielosigkeit leiden, ja, wir müssen, natürlich ist Sport gesund und so weiter, aber dass wir nicht meinen, wir müssten mehr das tun, mehr Sport machen, mehr in die Natur, mehr hier, mehr da. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal schauen, welche Gefühle wir in uns die ganze Zeit zurückhalten und uns unter anderem auch darum kümmern. Und das ist das, was mir in dem heutigen Video am Herzen liegt und wie ich begleitet wurde, immer noch begleitet werde, weil dieses Fühlen und die verschiedenen Schichten und Tiefen des Fühlens hören ja nicht auf. Ja, wir kommen ja immer wieder an Punkte, die wir vielleicht nicht fühlen wollen. Und so wie ich dabei begleitet wurde, möchte ich andere Menschen eben dabei auch unterstützen, diesen Weg auszuprobieren und einfach zu versuchen, ob das funktioniert. Und du kannst einfach in deinem Alltag und in deiner nächsten Meditation einfach mal schauen, ja, was sind die Gefühle, die ich eigentlich nicht fühlen möchte? Was sind die Gefühle, die ich zurückhalte vor mir selbst und vor anderen Menschen? Wie ich mich vielleicht nicht sehen möchte, wie ich vielleicht auch nicht gesehen werden möchte, aber was eigentlich da ist. Ja, dann kann ein tieferer Prozess der Erkenntnisse, der Heilung, ja, weitergehen und uns steht im Alltag noch viel mehr Energie zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag.